Jonab aus Ungarn. Es gibt viele Neuigkeiten rund um Hannover 96. Es gibt Transfers, es gibt zumindest mal Abgänge, es gibt Gerüchte um Neuzugänge, es gibt eine Pokalauslosung, es gibt ein neues Trikot, es gibt zwei neue Trikots, alles Mögliche. Und wir sprechen heute mal ein bisschen ausführlicher darüber in diesem Video. Viel Spaß. Ja, die Perspektive und der Sound sind ein bisschen ungewohnt. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich weile gerade, wie ihr gegebenenfalls mitbekommen habt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, im Urlaub. Das heißt, es gibt zum einen einen sehr guten Grund, mir da zu folgen, denn da seht ihr natürlich Posts und auch Stories und da seht ihr auch permanent meine Meinung, nicht nur in den Videos hier, sondern wenn was passiert, erzähle ich euch natürlich auch da so ein bisschen, was meine Gedanken zum Beispiel zum Trikot oder zur Pokalauslosung sind. Zum anderen, um vorbereitet zu sein auf die neuen Videos, die kommen, weil da erfahrt ihr es natürlich als erstes, wenn was als Upload ansteht, beziehungsweise auch gleichzeitig, wenn was geplant sein sollte. Und ihr könnt aber natürlich auch gerne hier den Kanal abonnieren, um zukünftig nichts mehr zu verpassen. Sobald ich zurück in Deutschland bin, wird der Content bzw. wird die Rate an Content sich ein bisschen erhöhen, weil wir dann ja auch langsam in die offizielle Transferphase eintreten. Wir kommen langsam Richtung Vorbereitung. Das heißt, es gibt sicherlich einiges zu erzählen. Ich werde nicht, und das habe ich ja in der Vergangenheit auch nicht gemacht, zu jedem Gerücht ein Video machen. Das ist einfach für mich ein bisschen zu viel, weil ich selber nicht so derjenige bin, der sich zu krass hypen lässt in der Transferphase. Ich bin da relativ nüchtern und dementsprechend wäre es einfach nicht natürlich, wenn ich euch permanent irgendwie die neuesten Infos, quasi die neuesten Gerüchte mitteile. Aber auf Instagram kriege ich genug Nachrichten von euch und sage da auch häufiger mal was dazu, wenn irgendwas dann wirklich kommt. Und teilweise liege ich ja aber auch mit meinen Ideen bzw. meinen Gedanken richtig bzw. gehe in die richtige Richtung. Von daher, ich glaube, hier auf YouTube passt das schon soweit. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Instagram in der Videobeschreibung gerne mal auschecken. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir starten mal rein mit dem ersten Thema und das ist das Thema Neuzugänge, denn wir haben da in der Vergangenheit ja ein paar Namen gehabt und zwei davon sind jetzt aber safe weg und beide vom gleichen Verein und beide wurden auch in der gleichen Meldung bekannt gegeben, beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, dass die beiden ihren ehemaligen, jetzt ehemaligen Verein verlassen wollen. Bei einem bin ich weiterhin der Überzeugung, dass es lediglich aus diesem Artikel hinaus das Gerücht gab oder dass das Gerücht daraus entstanden ist, nämlich Paul Seguin. Er ist zwar natürlich in der Verbindung mit Stefan Leitl in irgendeiner Form interessant für uns gewesen, aber grundsätzlich auf einer Position beheimatet, auf der wir nicht so richtig Bedarf haben. Klar, auf A6 haben wir so gesehen, wenn Wörl verlieren wird, nur Fabian Kunz, aber Leopold kann das theoretisch spielen und Seguin wäre ja kein Backup gewesen, sondern wäre in direkten Zweikampf gegangen. Das hätte nur Sinn gemacht, wenn man das System umgestellt hätte und aktuell sieht es ja noch danach aus, dass wir in der Fünferkette spielen, auch wenn sich das natürlich drastisch ändern kann während der Vorbereitung. Von daher, ich habe da keinen Glauben dran geschenkt. 750.000 Euro hat er jetzt gekostet, Wechsel zu Schalke und die haben sich damit eine richtig stabile Doppelsechs in den letzten Tagen zusammengekauft, bestehend aus Ron Scheinberg und Paul Seguin, Zweitliga Erfahrung, ordentliche Qualität, das sieht richtig gut aus. Generell die ganz großen Vereine bzw. die aus dem oberen Regal der zweiten Liga, die Top-Favoriten, das sind Hertha, Schalke und der HSV meiner Meinung nach, auch wenn die Leistungsdichte oben recht nah beieinander ist. Die machen ganz gute Moves gerade schon. Der HSV hat zum Beispiel Ferrei geholt, der hat ja bei unserem blau-gelben Feind gespielt, allerdings hat jetzt einen sehr, sehr guten Move für ihn gemacht. Kostet 1,5 Millionen, das ist für einen Zweitligisten eine ordentliche Stange Geld, aber der passt natürlich perfekt in das Hamburger System, unabhängig davon, ob Walter bleibt oder nicht, weil er in dieser zentralen Rolle oder halt eben auf den Flügeln eingesetzt werden kann und mit seinem Spielstil, ja, ich glaube auf jeden Fall in einer besseren Mannschaft noch mehr defensiv rein terrorisieren wird. Von daher bin ich mal gespannt, was 96 an der Transferkanone noch so machen wird. Seguin wird auf jeden Fall nicht und auch Sven Michel wird nicht zu Hannover 96 wechseln. Der hat sich nämlich entschieden, in der Bundesliga zu bleiben, allerdings nicht wie zunächst gedacht beim VfL Bochum, sondern er geht zum FC Augsburg. In meinen Augen ein bisschen komischer Transfer, ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, wenn er mehr Spielpraxis möchte, weil der FCA offensiv ja sehr gut aufgestellt ist, mit zum Beispiel Berisha, mit Demirovic, natürlich auch mit Yeboah, auch wenn der zumindest aktuell nur geliehen ist. Die Kaufoption kann aber noch gezogen werden. Das heißt, da bestünde die Möglichkeit, Dion Bello ist ja auch noch da. Das heißt, es ist so ein bisschen merkwürdiger Transfer, wenn man halt wechseln möchte, um Spielpraxis zu bekommen. Da hätte ich Bochum, wobei das da ja auch schwierig geworden wäre, oder eben die zweite Liga, wo er gesetzt gewesen wäre, für deutlich sinnvoll erachtet. Aber schauen wir mal, was er macht. Grundsätzlich ja ein Kicker, der einiges an Potenzial hat. Es wird hier angefangen, irgendwo im Dorf, beziehungsweise auf einem der anderen Weingüter, so kann man das hier mehr oder weniger beschreiben, zu sägen, beziehungsweise mit der Flex irgendwie zu arbeiten. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Mein Mikrofonfilter oben ist ja drauf. Ansonsten gab es auf der Neuzugangsseite weiter nichts zu vermelden. Es gibt weiterhin die bestehende mündliche Einigung, wohl mit Brooklyn Eze. Da bleibe ich dabei, das wird nur passieren, wenn Köhn geht. Da gibt es aktuell keine Anzeichen, da müssen wir ein bisschen abwarten, aber der offizielle Transferstart ist ja auch erst in mehr oder weniger 2 Wochen. Von daher locker durch die Hose atmen und auch, das ist eine Sache, die ich ganz vielen aktuell schreibe, beziehungsweise mit ganz vielen schreibe ich über diese Thematik, ruhig bleiben. Wir haben Mitte Juni.
Wir haben keinen riesigen Umbruch im Kader vor. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine gesamte neue Offensive brauchen, eine gesamte Defensive, ein neues Mittelfeld. Wir brauchen punktuelle Verstärkung, teilweise sogar auf Positionen, bei denen es gar nicht sicher ist, ob da überhaupt was Großes passieren soll, wie zum Beispiel Linksverteidiger. Wir werden keine Millionen ausgeben, die ja von Wien Wiesbaden gefordert ist, für einen Spieler, der als Backup fungieren wird. Das ist einfach unrealistisch und dementsprechend muss ein bisschen Zeit ins Land gehen. Wenn wir einen kompletten Umbruch anstreben würden, so wie letztes Jahr, dann wäre es komisch, wenn nicht jetzt schon einiges feststehen würde. Aber für den Moment ist es völlig in Ordnung, dass nichts passiert ist. Vertraut Markus Mann, vertraut Stefan Leitl, damit sind wir letzten Sommer auch ganz gut gefahren. Ja, die Rückrunde war nicht gut, aber die Hinrunde war es und die Transfers waren über jeden Zweifel erhaben, meiner Meinung nach. Von daher entspannt bleiben. Auch bei Yannis Serra zum Beispiel, das war ja mein Wunschtransfer, den ich auch im letzten Video so ein bisschen dargestellt habe und der wurde jetzt zumindest mal mit Hannover in Verbindung gebracht. Er ist ablösefrei, auch das habe ich ja in dem Video gesagt. Schaut euch das gerne nochmal an, wenn ihr nochmal meinen Eindruck dazu wissen wollt. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, es wäre ein toller Transfer. Es gibt aber weiterhin auch da nichts Konkretes. Ist ja aber auch nichts Ungewöhnliches, weil die Transfers von Hannover im vergangenen Jahr, beziehungsweise seit Markus Mann bei 96 arbeitet, ja generell sehr geräuschlos verlaufen sind. Das heißt, ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir das von der Bild-Zeitung oder wem auch immer oder von der, wir reden am besten gar nicht über die Hatz und Neue Presse, weil die sind wirklich die letzte Quelle, der man irgendwas glauben sollte. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir das irgendwie Tage und Wochen im Voraus schon wissen. Also bleibt entspannt und freut euch einfach darauf, was kommt. Wie gesagt, das Transferfenster öffnet erst in gut 2 Wochen. Bis dahin haben wir noch jede Menge Zeit, dass da einiges passieren kann im Hintergrund und ich glaube, dass wir diesen Sommer nicht enttäuscht werden. Ich habe da ein ganz gutes Bauchgefühl, betrachte das aber wie gesagt auch super nüchtern und lasse mich nicht jetzt von so super vielen Gerüchten hypen. Es gibt ja immer wieder Namen, die mal gedroppt werden oder immer wieder Namen, die bei rumkommen. Ich bleibe dabei, wir haben eigentlich nur auf 2,5 Positionen so einen richtigen Bedarf und eine davon, die noch dazukommen könnte, wäre der Linksverteidiger, aber aktuell ist Köhn noch nicht weg, von daher kein großer Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Worüber man sich Gedanken machen muss, ist die Abgangsseite, denn wie gesagt, da könnte es passieren, dass Derrick Köhn früher oder später dann die Reißleine doch noch zieht und wechselt. Allerdings haben wir einen Abgang schon zu verzeichnen, der allerdings mehr aus der U23 kommt, bei dem man aber sagen muss, dass er, glaube ich, für viele Fans mal wieder so ein Spieler war, die oder wo sich gewünscht wurde, dass er in der ersten Mannschaft auch zum Zug kommt. Das ist ja bei Hannover häufig so, dass den Talenten eine deutlich höhere Qualität zugeschrieben wird, als sie sie am Ende wirklich haben. Das meine ich jetzt gar nicht kritisch den Talenten gegenüber, aber 96 ist ein Verein, bei dem sehr viel auf eigene Jugendarbeit gegeben wird, auch wenn das in den letzten Jahren halt eben nicht so viel geklappt hat. Zumindest von Fanseite her. Ich meine, ich erinnere mal an Noah Joel Saren Renbase, ich erinnere an Waldemar Anton, ich erinnere irgendwo auch an Timo Hübers, der jetzt nicht klassisch Jugend-Nachwuchsspieler von uns war, aber trotzdem ja in gewisser Form doch. Das sind schon Namen, die da entwickelt wurden, ganz klar. Nicolo Tresoldi ist jetzt ein aktuelles Beispiel, wo sehr viel Hype drum entsteht. Aber das ist halt risikoreich, weil man nie wirklich weiß, was aus Talenten wird. Ein U19-Spieler kann genauso gut sich zu einem absolut durchschnittlichen Drittliga- oder Regionalligaspieler entwickeln, wie dass er am Ende zu einem Vollprofi in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga wird. Bei Luis Oppi ist es jetzt so, dass der den Verein wechselt. Der verlässt Hannover 96 und geht zu Arminia Bielefeld. Das ist in meinen Augen ein nachvollziehbarer Schritt, weil ich auch nicht gesehen habe, dass der in der kommenden Saison einen großen Impact im Profikader haben wird. Und er will den nächsten Step gehen, er will Profifußball spielen und eben nicht in der Regionalliga bei 96. Warum finde ich das nachvollziehbar? Ich bin der Meinung, der Junge ist 21, beziehungsweise auf jeden Fall Ü20 und eben nicht mehr in diesem absoluten Supertalentalter und er kommt eben nicht aus der U19 oder sowas, sondern aus der U23. Er hat da stabile Leistungen gebracht, definitiv, aber es gibt für mich trotzdem jetzt nicht unbedingt die Anhaltspunkte zu sagen, okay, der wird es definitiv auf das Level Profifußball direkt schaffen oder stellt direkt eine wirklich realistische Alternative für Hannover 96 dar. Luca Kreins wird zwar auch gehen, aber wir haben theoretisch trotzdem eine ganz stabile Verteidigung, insbesondere weil Yannick Dehm auch Innenverteidiger spielen kann. Bleibt dabei, wir brauchen noch einen Backup, aber ich würde lieber jemanden nehmen, der schon ein bisschen auf ja, im Profibereich wirklich Erfahrung gesammelt hat. Ja, wir können nicht nur mit Talenten arbeiten, wir haben das Risiko quasi schon eingegangen mit Bright RMB, das hat ganz gut funktioniert, aber auch der ist immer noch jung, der hatte jetzt schon seinen Durchhänger, ist aber nicht garantiert, dass er das nicht normal haben wird. Wir haben ja Nick Lührs, der ist auch im Endeffekt Nachwuchsspieler, auch der wird gerade langsam an Profifußball herangeführt. Du kannst dir in meinen Augen da auf der Position nicht zu viele von erlauben, vor allem nicht in der Innenverteidigung, weil das halt so eine eminent wichtige Position ist, weil wenn du da einen Fehler machst, hast du quasi keine Absicherung mehr außer Ron und egal wie gut der ist, da muss man trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Zieler übrigens auf Platz 5, glaube ich, der Keeper in der zweiten Liga gewertet. Allerdings ist das Kicker-Ranking, das sollte man sowieso nicht zu ernst nehmen. Auch über sowas mache ich keine Videos, weil dann wird es irgendwann albern.
So viel zum Thema Luis Oppi. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr gut nachvollziehen könnt, dass er eben zu Bielefeld wechselt. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Dritte Liga, Spielpraxis, deutlich bessere, realistische Perspektive für ihn auch, auf viele Minuten zu kommen. Die hat er bei 96 in meinen Augen so nicht gehabt. Ich finde es halt auch nicht sonderlich tragisch, weil, wie gesagt, es ist nicht gegeben, dass er irgendwann mal den Ultra-Durchbruch schafft. Ich gönne es ihm natürlich, definitiv. Wenn er es irgendwann schafft, ist super. Vielleicht findet er irgendwann nochmal seinen Weg zurück zu 96. Aber für den Moment ist es jetzt ein verschmerzbarer Verlust, würde ich zumindest so sagen. Verschmerzbar wäre auch eine bessere Auslosung im DFB-Pokal gewesen. Das ist so mehr oder weniger das letzte Thema, was wir heute haben. Denn Hannover 96 ist bei der Auslosung der ersten Runde so schlecht weggekommen, wie es eigentlich nur ging. Also viel schlechter hätte es uns, glaube ich, gar nicht treffen können. Hannover spielt auswärts, das war klar, beim SV Sandhausen. Für die Leute, die es nicht mehr wissen, Sandhausen ist gerade aus der zweiten Liga abgestiegen, ist dementsprechend Drittligist und in der dritten Liga auch einer der Favoriten sicherlich für den Aufstieg. Die waren ja auch lang genug in der zweiten Liga, legen auch gerade vom Kader her relativ gut nach, haben ja zum Beispiel mit Frank Ewiner, einen ehemaligen 96er, haben mit Sebastian Stolze noch einen weiteren, haben zum Beispiel auch Ruven Hennings verpflichtet. Das heißt, da ist ordentlich Qualität da, gerade für die dritte Liga. Das könnte auch im DFB-Pokal ordentlich gefährlich werden. Ich meine, wir haben letzte Saison das erste Mal endlich da gewonnen, das hat ja lang genug gedauert, aber der Hartwald ist ein ekelhaftes Pflaster, gerade für eine erste Pokalrunde. Positiv ist, wir können uns auf gar keinen Fall komplett blamieren. Gegen den Regionalligisten, gegen den Oberligisten, da kannst du dich wirklich blamieren, wenn du rausfliegst. Auch gegen den kleineren Drittligisten. Gegen Sandhausen wäre es jetzt keine Ultra-Blamage, aber es ist trotzdem auf jeden Fall direkt mal ein Risiko, dass man im ersten Spiel, im ersten Pflichtspiel der Saison, und ich glaube, der Pokal müsste das erste Pflichtspiel sein, wenn mich nicht alles täuscht, dass man da auf jeden Fall mal einen Dämpfer bekommt. Wir gehen mal nicht davon aus, ja, weil grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir Sandhausen schlagen können, und das haben wir letzte Saison ja auch gesehen. Nichtsdestotrotz muss man eben aufpassen, weil das halt eben unangenehmes Los ist im Vergleich zu dem, was sonst möglich gewesen wäre. Ich hätte lieber einen Regionalligisten oder Oberligisten gehabt, aber so wirst du halt direkt, ja, wirklich auf Temperatur gebracht, sagen wir es mal so. Und ich glaube auch, dass die Qualität von 96 groß genug ist, um da weiterzukommen. Ich wollte das jetzt gar nicht so darstellen, als ob das irgendwie eine unlösbare Aufgabe wäre. Aber wie gesagt, es ist schon somit die schwerste, die man hätte bekommen können. Ich bin aber trotzdem zuversichtlich, dass wir, anders als viele es geschrieben haben unter dem Post von 96, der das angekündigt hat, dass das Pokal stattfindet, die dann gleich von dem Hattrick von Sepp Stolze ausgegangen sind oder von noch schlimmeren Sachen, ich gönne Stolze jeglichen Erfolg bei Sandhausen, definitiv. Ich bin ja auch sehr positiv immer ihm gegenüber gewesen. Ein flexibler Spieler, jemand, der nie gemeckert hat, der immer da war, wenn man ihn gebraucht hat. Aber kann gerne damit anfangen, Tore zu schießen nach dem Pokalspiel. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so schlimm. Mein Hund hat sich gerade in eine witzige Situation begeben und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Er hätte einfach um die Wippe rumgehen können, aber er hat sich entschieden, runterzugehen. Naja, anderes Thema. Mehr habe ich heute gar nicht großartig zu erzählen. Es gibt sonst nicht großartig was Neues, ja? Außer ein neues Trikot. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil dazu hätte ich gerne eure Meinung nochmal in den Kommentaren. Sagt mir mal, wie ihr die Trikots findet. Wir haben jetzt das Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot, also zweites und drittes Trikot, präsentiert bekommen. Ich blende hier mal das Ganze ein. Das Auswärtstrikot schwarz-grün gehalten, so leichter Metallic-Look, so leicht glänzend. Sehr interessant, natürlich die Vereinsfarben, sehr schöne Farbkombination und unter anderem auch von den Fans mitbestimmt. Es gab wohl sehr viele Einsendungen, die gefordert haben, dass wir ein schwarz-grünes Trikot mit Längsstreifen bekommen. Wie gesagt, es passt perfekt zu den Vereinsfarben mit dem Kragen, den wir ja auch schon beim Heimtrikot haben. Es ist eine wunderbare Kombination, absolut toll. Das dritte Trikot, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man wirklich sagen, okay, da ist noch nicht hundertprozentig klar, wie das auch live aussieht dann, also am Spieler oder im Spiel. Das ist immer noch ein bisschen was anderes als bei diesen Shootings. Es ist silber mit grünen Akzenten. Ich bin mir noch unschlüssig, was ich davon halte. Es hat einen koreanischen Kragen, so heißt das scheinbar. Also man will da mal ein bisschen was Neues ausprobieren, man will ein bisschen mutig sein, was das Design angeht. Das finde ich auch grundsätzlich gut. Das heißt, es hat vorne, glaube ich, hier, also im Kragen selber, hat es so einen Clipverschluss, so einen Knopf. Kann cool sein. Kann auch sein, dass es eins der schlechteren Trikots wird. Ich bin mir noch unschlüssig. Da muss ich mich, glaube ich, dran gewöhnen. Ich muss ein paar Mal live gesehen haben, damit ich da wirklich eine optische Einschätzung zu geben kann. Aber schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich finde das Auswärtstrikot ist eine 10 von 10. Ich fand ja auch das Heimtrikot oder finde das Heimtrikot ja super. Ich habe das ja hier liegen mit Phil hinten drauf. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bin bald wieder zu Hause. Dann kommen die Videos auch wieder im gewohnten Setup sozusagen. Und dann hoffentlich auch die ersten Transfers. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Das Video kommt morgens. Das heißt, ihr habt noch ordentlich Tag vor euch. Und bin für heute raus. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und ciao.